Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Lost Winds. Und ja, wie ihr seht, hat sich Toko bereits umgedreht. Denn ich glaube, die ganze Sache stinkt ihm auch schon zum Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich meine, ihr müsst euch mal in seine Lage versetzen, ne? Ihr seid ein kleiner Junge von vielleicht 10, 11, 12 Jahren und habt was wesentlich Sinnvolles zu tun an so einem sonnigen Tag. Zum Beispiel zocken oder... Ja, was macht man so, wenn man 12 ist? Mülltonnen anzünden oder was weiß ich. Stattdessen muss er irgendein Mal Knacker dabei helfen, seinen Achselschweißgeruch loszuwerden. Nicht unbedingt die beste Beschäftigung, wenn ihr mich fragt. Aber Deo hat ja sonst niemanden, ne? Ich glaube, niemand glaubt ihm dem Stuss sonst. Aber naja, was soll man tun? Drückt Z, während Toko in der Luft ist, um das Cape zu benutzen. Ja, richtig, das hat Deo uns ja geschenkt. Ja gut, geschenkt ist da der falsche Begriff, ne? Ich würde eher sagen, losgeworden. Weil ich glaube, dieses Cape ist Deos alte Heizdecke. Und... dementsprechend funktioniert sie auch nicht so gut, wie ich eigentlich will. So, Sog. Geht doch. Wahrscheinlich funktioniert sie einfach nur nicht und er wollte sie auf den Müll schmeißen. Aber dann kam Toko genau im richtigen Moment vorbei und dachte, ach, guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Wofür ist eigentlich der Stein hier? Ich nehme den jetzt einfach mal mit. Man muss dazu jetzt wieder sagen, ich habe jetzt eine lange Zeit wieder nicht gespielt. Muss mich wieder ein bisschen einspielen. Den Stein brauche ich, glaube ich, nicht. Weg damit, nein. Dementsprechend hoffe ich, nehmt mir das nicht übel. So, da muss ich wieder den Sog benutzen. So, zack, einmal nach da oben. Oh, oh, weg damit. Ja, ja, da kann man sich dann doch verletzen. Guck mal, was hier ist. Da ist eine Eulenstatue und ein Felsen. Oh ja, was muss man da bloß machen? Ich bin ja völlig ratlos. Ja, gut, treffen sollte man natürlich schon. Nein, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur etwas müde. Und ich habe wieder nichts gegessen. Ja. Ja, es war die richtige Vermutung. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da unten hin. Aber es könnte ja wirklich so sein, oder? Dass Deo deswegen Toko gefragt hat, weil Toko noch so jung ist und er genau weiß, dass die anderen ihn den Scheiß nie abkaufen würden mit den verlorenen Erinnerungen bezüglich des Deo-Rezeptes, ne? Ich glaube, er hat da einen Doofen gefunden. Und dass wir dabei Glorbs vernichten, das ist ihm auch völlig egal, ne? Dass wir die Glorb-Population auf ein Minimum reduzieren. Ohne Rücksicht auf Verluste, ne? So ist das heutzutage. Okay, also... Und den Sog, ja. Ja, ja, jetzt muss man schon ein bisschen kombinieren, ja, unglaublich. Und selbst das ist heute nicht so ganz einfach. Wie komme ich denn jetzt weiter nach oben? Ja, Deo hatte uns ja gesagt, dass eine weitere Truhe oben auf den Trockenfällen sein soll. Moment, da komme ich doch bestimmt rüber, oder? Ja, hier rüber und dann nach da oben. Zack, zack. Cape und Sog und Sog und Sog. Boah, damit kann man sich ja übelst lange oben halten. Ich glaube, damit kann ich mich bis zum Mond katapultieren, wenn ich das so mache. Ich möchte das mal testen, einfach... vor the Lulz. Also, zack. Zack. Hui. 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 Das geht ja tatsächlich. Das ist unbegrenzt. Ziemlich toll, muss ich sagen. Ja. Gut, ist hier irgendwas Sinnvolles? Hier ist rein gar nichts. Warum gehe ich denn hier hin? Warum sagt mir Enri da eigentlich nichts mehr? Enri ist auch stumm. Ich glaube, dem geht das Ganze mittlerweile auch ziemlich auf den Keks. Kann ich aber gut nachvollziehen. Ja. Wir könnten wirklich was Sinnvolles tun an diesem schönen Sommertag. Es ist so schön sonnig. Zum Beispiel grillen. Glorbs grillen zum Beispiel. Oh ja. Leckeres Glorb-Steak. Wenn wir sie schon töten, dann wenigstens nicht umsonst. Naja. Ich glaube, Glorbs schmecken nicht unbedingt. Je nachdem. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Eine Truhe. Eine Truhe mit einer Erinnerung. Du machst sie auf. Wir sollten doch mal mit Deo sprechen. Sollten wir das? Okay. Aber er sagte doch, eine Truhe ist an der Spitze der Trockenfälle und eine Truhe ist irgendwo im alten Hügeldorf, nicht wahr? Da, wo wir nur hinkommen, wenn wir das Tor vandalisieren, beziehungsweise es zerstören, ja. Selbst zum Vandalismus stiftet uns Deo an. Was ist denn das für ein Mann? Der hat ja keine Skrupel. Aber okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück zu Deo. Na, gucken wir mal, was er noch so für uns hat. Vielleicht, aua. Ja, und dann brechen wir uns auch noch Knochen, der arme Junge. Eigentlich müsste man alle Leute im Hügeldorf dafür zur Rechenschaft ziehen, dass Toko das machen darf. Naja, gut. Normalerweise könnten sich die Bewohner vom Hügeldorf auf einfach alle Duftbäumchen unter die Arme hängen. Dann bräuchte ich den ganzen Quatsch hier nicht machen. Ne? Ist doch eine gute Idee, ihr wisst, welche Bäume ich meine. Die man sich ins Auto hängt. Wahrscheinlich wurden die hier auch noch nicht erfunden. Ich weiß es nicht. Okay. Gut, dann nehme ich hier die Roffelkopterblume mit. Und spiel damit ein bisschen rum. Ja gut, da hatte ich ja schon die Statue, oder? Genau. Wie viele Statuen? 17. Eine 17 von 24. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel sich immer mehr dem Ende zuneigt. Und das ist auch... Ich muss sagen, das Spiel ist sehr kurz, aber...
Mittlerweile muss ich sagen, dass ich von dem Spiel gar nicht mehr so begeistert bin. Irgendwie ist es nicht wirklich viel Herausforderung. Die Gegner sind so harmlos wie Steine. Wobei Steine noch gefährlicher sind, weil daran kann man sich noch schneiden, wenn sie scharf sind. Die Globs sind ja rund, da kann rein gar nichts passieren. Ne? Außer, dass sie einen vielleicht auslachen, aber letztendlich bin ich immer der, der als letztes lacht. Denn sie haben mir ja nichts entgegenzusetzen. Naja. So, Deo, ich hoffe, du hast mir irgendwas Tolles zu erzählen. Schon gut, ich erinnere mich jetzt. Oh nein, warte, falscher Alarm. Ihr müsst erst noch die letzte Truhe finden. Sie liegt auf der Ostseite des Ruinendorfs. Kommt zurück, so schnell ihr könnt. Was macht der eigentlich die ganze Zeit hier? Ich frag mich, er steht hier nur rum, ne? Hat hier seinen Karpfenteich, ne, mit seinen wertvollen Koi-Karpfen wahrscheinlich. Und was weiß ich, was er sonst für ein Hobby hat. Taschenbillard oder dementsprechend andere Hobbys, ich weiß es nicht. Er könnte sich auch mal bewegen. Ich meine, gut, er ist alt, ja, das ist ein, ist vielleicht ein Hindernis, aber gut, was beschwere ich mich. So, zum alten Hügeldorf muss ich, ne? So, da, wie kam ich da durch? Durch Feuer, ja. Ich muss mich, wie gesagt, wieder ein bisschen einfinden. Ich habe jetzt, glaube ich, seit knapp 3 Wochen oder 2 Wochen nicht mehr gespielt. Ich möchte, dass ihr das bitte zu Herzen nehmt. Gut. Vor allem auch die ganzen anderen Dorfbewohner hier, ne? Die haben irgendwie keine Bedeutung. Die stehen hier so ein bisschen rum, ne? Haben sonst nichts zu tun. Die hätten sich schon längst einigen können, ne? Indem zum Beispiel der Typ der Frau Blumen kauft oder so. Ich weiß ja nicht. Anscheinend verstehen die nichts von Höflichkeit. Oder von Einigung. Naja, gut. Wie machen wir das jetzt? Ich muss zum alten Dorf. Da komme ich doch hoch, nicht wahr? Also, mit dem Sog. Mit dem Sog. Ich könnte theoretisch die ganze Zeit durch die Gegend fliegen, ne? Theoretisch könnte ich das. Das ist auch eine stylische Art, sich vorzubewegen. Oh ja. Wobei, ich glaube, es geht auch nicht ewig. Das müsste der richtige... Ne, Quatsch, bin ich hier richtig? Doch klar, hier gab es doch auch noch... Hier bin ich doch noch nicht hergegangen, ne? War das nicht hier der Weg? Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Wow, jetzt hat sie beinahe von der Klippe geschmissen. Das ist ganz schön fies, oder? Ja. Man sollte niemals einem kleinen Jungen die Möglichkeit der Windkraft geben. Was der damit alles anrichten kann. Unglaublich. Und trotzdem lasse ich mich noch von diesem alten Knacker dazu zwingen, solche Dinge zu machen, wie Deo-Rezepte zu suchen. Beziehungsweise seine Erinnerung daran. Also, was machen wir jetzt? Wir gehen hier rechts her oder gehen wir links her? Wir gehen links her. Ich meine, dass das jetzt der... Ich hoffe, dass das jetzt der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht, aber gut. Viele andere Möglichkeiten haben wir nicht. Doch, eine andere Möglichkeit haben wir noch. Oh, ein Glob im Dorf. Ja, der ist jetzt auch wieder Geschichte. Eine Eulenstatue. Das ist Nummer 18. 6 Stück brauchen wir nur noch. Ist hier irgendwo ein Feuer? Ja, toll. Wie komme ich da jetzt durch ohne Feuer? Hier ist kein Feuer. Oder habe ich es einfach nur übersehen? Vielleicht ist oben ja noch ein Feuer. Überprüfen wir das. Hier ist kein Feuer. Dann höchstens von der anderen Seite. Ich weiß es nicht. Aber hier scheint... Was ist hier unten? Da fällt man einfach nur runter und bricht sich die Nase. Egal, wir haben uns, glaube ich, sowieso schon alles gebrochen. Von daher kann da nicht mehr viel brechen. Ja. Weil ich ja auch nicht schlau genug bin, einfach mal den Wind zu benutzen, wenn ich runterfalle. Hm. Tja, dann weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich könnte nochmal zurückgehen ins Dorf. Die stellen sich hier aber auch alle unpraktisch hin, nicht wahr? Haha! Ich habe nichts mehr zu lachen. Ich muss sagen, so langsam wird das Spiel auch so ein bisschen eintönig. Irgendwie... Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass es gar nicht so lang ist. Aber naja. Hier unten gab es doch auch noch einen Weg, oder? Und zwar, wenn ich... ganz zurückgehe. Hier runter. Und hier rechts lang. Genau, hier brauchte man den Felsen, ne? Wenn man wieder bedenkt, ne? Ich hatte von Anfang an den richtigen Riecher mit dem Felsen, nur hatte ich einfach nicht die richtige Fähigkeit dafür. So, einmal der Felsen bitte nach da oben. Komm schon, komm. Danke, Felsen. Ich liebe dich, Felsen. Wollen wir heiraten, Felsen? Nein, vielleicht nicht. So, einmal zerstören. Ach komm, reg dich nicht auf. Der alte Mann hat mich dazu gebracht, das Tor zu zerstören. Der kann es dann nachher wieder reparieren. Ich mach das nicht. Nee. Aber er wird ja nachher wahrscheinlich auch genug Geld einnehmen, wenn er sein Deo verkauft. Oder hoffen wir das mal. Das sieht doch schon wesentlich besser aus hier, oder? Gut. Hier können wir noch ein paar Globs vernichten. Die braucht kein Mensch, beziehungsweise kein Deo. Beziehungsweise die brauchen kein Deo. Das ist sehr zweideutig. Ja, eine Blume. Wofür brauche ich die Blume? Um nach oben zu kommen?
Theoretisch könnte das richtig sein, aber ich gehe erstmal unten gucken. So, die zerstören wir mal schnell. Gucken wir mal, was hier unten ist. Da sind noch ein paar Todespflanzen. Eine Eulenstatue. Oh mein Gott, die war ja sehr gut versteckt. 19 von 24. Juhu. Moment mal. Theoretisch ist das doch nur noch eine Truhe, die wir sammeln müssen, oder? Ja. So, den mal kurz hier durch die Gegend schmeißen. Gegen die Wand. Ja, ich glaube, das ist so der letzte Anker, den Toku so hat, ne? Den letzter Spaß bei dieser ganzen Mission, indem er alles töten kann, was sich bewegt, ja. Das ist nicht die richtige Erziehung, wenn ihr mich fragt. Aber na gut, wer fragt mich denn schon in der Hinsicht? Gut, 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 gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal, würde ich sagen, hier. Komme ich da nicht einfach hoch, indem ich hier Cape und dann Sog? Ganz ehrlich, wer braucht denn Blumen? Was zur Hölle ist das? Oh mein! Sollten das etwa Glorbs sein, die ein bisschen mehr drauf haben? Ich glaube nicht, nein. Der kann rein gar nichts. Aber ich... Oh mein! Er will mich essen! Ich lasse mich nicht essen. Tschüss. Aber ganz ehrlich, wozu brauche ich jetzt noch Roffelkopterblumen, wenn ich doch sowieso jetzt die Möglichkeit des Capes habe? Keine Ahnung. Ich werde es erstmal ohne die Blume versuchen. Mal gucken, was hier oben ist. Ja, hier ist noch so ein Steinglorb. Die braucht kein Mensch. Weg mit euch. Also Cape und Sog. Und Sog. Da kommt man ja ganz leicht hoch. Ohne Probleme. Nö, ich glaube, die Blume ist dann wirklich für die, die zu unfähig sind, das Cape zu benutzen. Beziehungsweise die Heizdecke. Gut, gucken wir mal noch. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, so ein bisschen Zeit habe ich noch. Guck ich mal, was hier oben ist. Da scheint es... Das scheint mir doch der richtige Weg zu sein, ja. Gut. Sieht genauso aus. Ich muss auch sagen, mir fehlt so ein bisschen die Abwechslung in der Umgebung. Also, da ist die Truhe schon. Okay. Und da ist ein Stein, aber das ist kein Resonanzstein. Das sieht alles irgendwie so ein bisschen... Ich meine, man muss das immer mit dem Aspekt sehen, dass das Ganze ein WiiWare-Titel ist, ne? Aber ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir hier. Das ist zu wenig Abwechslung. Ich meine, das Ganze hier sieht genauso aus wie die Mine, obwohl das hier eine alte Stadt sein soll. Ich meine, gut, klar, sind Häuser im Hintergrund, aber... Ist ja auch nur meine Meinung. So, jetzt habe ich mir gerade den Weg versperrt, oder was? Da ist ein Feuer. Kann ich irgendwas... Was willst du eigentlich, mein Freund? Dich muss ich doch irgendwie gegen die Wand klatschen. Kann ich das Tor da wieder... So, zack. Ach komm, geh einfach. Geh einfach. Was haben wir denn... Ach so, dafür brauchen wir den Guten. Na, dann komm mal mit. Dann brauche ich dich doch nochmal. Ja. Ich würde es, wie gesagt, nicht wundern, wenn bald mal so ein paar Glob-Aktivisten auftauchen, die das Ganze verhindern wollen, was ich hier mache. Und dann kann ich immer noch sagen, ich bin nicht schuld, das ist ein alter, verwehrter Mann, der mich dazu anstiftet. Ja. Das ist die beste Ausrede dafür. So, zack, zack. Globs sind tot, Tor ist offen, alle sind zufrieden. So, hier ist ein Schalter. Brauche ich da nicht einen Stein für? Da ist eine Eulenstatue, da ist eine Eulenstatue. Wunderbar. Haben wir hier irgendwo einen Felsen? Einen Felsen brauche ich. Bestimmt hier oben irgendwo. Da, das ist der Resonanzstein. Und da können wir das... Ach so, okay, alles klar, verstanden. Und auch hier wieder, ne? Die Rätsel werden auch nicht irgendwie komplizierter, sondern bleiben immer gleich einfach. So, können wir den Stein da irgendwie rausbuxieren? Ne, den bekommen wir da nicht raus. Da müssen wir auf jeden Fall was gegenschmeißen, beziehungsweise einen Schalter aktivieren. So, da die Dornen abfackeln. Was zur Hölle, wo kam er denn jetzt wieder her? So, und da einmal diesen Scheißhaufen abfackeln. Ja, das ist auch irgendwie sehr fragwürdig. Und dann kann man das Ding hier rausziehen. Hat der gerade ein Stück Kot in die Hand genommen? Ich weiß es nicht, ich will es auch gar nicht wissen. So, tschüss Glorbs, was ist hier oben noch? Oh, verdammt, ich glaube, den hätte ich nicht wegschmeißen sollen. Den hätte ich noch gebraucht, oder? Den brauche ich für da oben. Ist der hier unten? Ach, hier ist noch ein Felsen. Ja, gut. Gut, gut, gut. Den nehmen wir gleich mit. Vorher nochmal gucken. Da können wir nochmal abfackeln. So, dann müsste ich jetzt hier... Ah, gut, hier wird es ein bisschen labyrinthmäßiger. Okay, ich habe schon verstanden, wie das Ganze funktioniert. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns den nächsten Part mal an, wie wir durch dieses Labyrinth hier wieder durchfinden. Beziehungsweise, ob wir eine Möglichkeit finden, an die letzte Truhe ranzukommen, damit Dio endlich mal Ruhe gibt und wir was Sinnvolleres tun können. Na, das, was ein normaler 10-jähriger Junge eigentlich macht. Gucken wir mal. Bis zum nächsten Part von Lost Winds.